Es ist eine schwierige Entscheidung für die Grünen. Die Partei trägt einen vorübergehenden Reservebetrieb der beiden süddeutschen Atommeiler mit, lehnt die Beschaffung neuer Brennstäbe aber ab. In einem am Freitag auf dem Bonner Parteitag mit deutlicher Mehrheit gefassten Beschluss heißt es so wörtlich: Für den äußersten Notfall stimmen wir zu, eine konditionierte, zeitlich begrenzte und von der Atomaufsicht strikt überwachte AKW-Einsatzreserve zu schaffen. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck beschwichtigt die Delegierten, die Atommeiler würden nur im äußersten Notfall zum Einsatz kommen. Wir würden in dieser Situation jede Menge andere Maßnahmen brauchen. Und wir sorgen für diese Maßnahmen. Wir fahren die Erneuerbaren an. Wir nehmen die Begrenzung aus den Erneuerbaren raus. Wir sorgen dafür, dass das Stromnetz noch leistungsfähiger werden kann in kurzer Zeit. Aber diese Lücke ist wiederum so groß. Und das ist der präzise Grund dafür, der einzige und der präzise Grund dafür, dass in diesem Winter die Atomkraftwerke im Süden Deutschlands einen Beitrag leisten können. Und weil die Lücke so groß ist, sollten wir diesen Beitrag nicht von vornherein ausschließen. So wenig, so viel. Lediglich zwei Meiler im Süden des Landes sollten bis April 2023 in Betriebsbereitschaft gehalten werden, heißt es in dem Beschluss weiter. Damit stellt sich die Partei gegen die Forderung der FDP, weitere Meiler zu betreiben und das für einen längeren Zeitraum. Die Ampelkoalition ringt derzeit noch um eine Einigung, die nach dem Parteitag der Grünen gefunden werden soll. Das, was wir vorgelegt haben, ist ja schon ein Kompromiss. Die Einsatzreserve, das ist nicht grüne Urlinie, sondern das ist eine Antwort auf neue Realitäten. Und das ist eine Bewegung von unserer Seite. Wir sind über unseren Schatten gesprungen und haben gesagt, ja, wir ermöglichen es, dass diese beiden süddeutschen AKWs über den Winter hinaus auch im Frühjahr genutzt werden. Jetzt ist es an den anderen, auch über ihren Schatten hinaus zu springen. Auf Drängen des früheren Bundesumweltministers Jürgen Trittin fanden noch einige Verschärfungen Eingang in den Beschlusstext. Ein Gegenantrag, in dem jeglichem Reservebetrieb eine Absage erteilt wurde, fand bei den Delegierten keine Mehrheit.